Alles voll. Ich brauche meinen Kaffee. Ich will laden. Ich will föhnen. Wir haben doch immer Strom. Dank der mobilen Stromversorgung von WCS. Ja, lieber Camper, wir haben hier einen Kunde mit seinem Hümer, ich glaube ein Duo-Mobil, wenn ich es richtig weiß. Das Smart Battery System von Hümer dann, ne? Da haben sie jetzt nach einem halben Jahr schon einmal die Lithium-Batterie getauscht, weil die nicht mehr geht. Dann haben sie irgendein anderer Händler die AGM getauscht, weil das nicht gehen sollte. Lasst euch einfach nicht blenden. Dieses System funktioniert nicht ordentlich und vernünftig, so wie es dafür ist, gedacht ist. Eine Lithium-Ladekennlinie 14.2, 14.4, Haltespannung maximal eine Stunde, ne? Eine AGM, ich glaube 600 oder 720 Minuten Haltespannung, 14.7, 14.8. Das kann gar nicht mit dem G-Ladegerät oder mit dem Nassladegerät hier richtig geladen werden. Dann hat Hümer hier versucht, einen Booster einzubauen über anderthalb Tage, hat dann abgebrochen, weil sie es nicht geschafft haben. Dann werden wir nochmal fertig machen. Der Inverter ist schon zweimal kaputt gewesen. Hier, der hier drin liegt, da ist der Kunde auch nicht so richtig mit zufrieden. Hier hat der Kunde sich selber sein Solarkabel festgemacht. Der hat, glaube ich, 480 Watt Solar auf dem Dach. Und damit geht man über den EBL-Block. Ja, dass der Eingang da wegschmort, ist, wundert mich jetzt nicht, weil der ist einfach nur für 20 Ampere ausgelegt, ne? Wenn man dann hier guckt, da stehen unten die Batterien drin. Ja, hier ist noch nicht mal mehr ein Schuhriemen drum, wie würde Götz jetzt sagen. Ja, ist gar nichts drum. Die stehen hier einfach nur drin und rutschen hier durch das Fach. Das werden wir alles entfernen. Hier kommen zweimal 150 Ampere Lithium rein. Wahrscheinlich eine Kombi, Ladebooster, damit der Kunde vernünftig, ordentlich autark wird. Und dann ist das Thema hier auch vorbei. Aber ja, ich weiß nicht, wie man hier die Verzweiflung startet. Der eine tauscht die Lithium für einen Haufen Geld, der andere tauscht die AGM für einen Haufen Geld. Haben sie dem Kunden noch erzählt, das ist eine Spezial-AGM, darum hat er 500 Euro dafür bezahlt. Ich weiß nicht, für mich ist das irgendwie, ich kenne die Marke nicht, das ist keine richtige Marke, die AGM. Ich kann es nicht alles so richtig nachvollziehen, diese Systeme. Und ja, der Kunde hat sich jetzt über ein Jahr mit rumgeschlagen, der hat jetzt gesagt, entweder macht das WCS-Team dann vernünftig oder er verkauft die Karre, da hat er keine Lust drauf. Und jetzt hat er sich entschieden, wir machen sie vernünftig und damit starten wir nun. Camper, leider haben wir am Freitagmittag nicht mehr geschafft. Oder Freitagnachmittag, das ist dann auch noch ganz schön spät geworden mit dem Hümer. Den nochmal fertig zu zeigen. Und Philipp hatte schon Feierabend, als wir fertig waren. Dann hat sich dann auch noch ein bisschen hingezogen, weil ja, das ist natürlich mit dem Lithium-System umbauen, ist so eine Sache für sich. Ne? Da geht nicht jeder dran und das macht nicht jeder raus. Sagen wir so wie hier, so eine Batterie raus hier. Und dann, der kriegt jetzt richtig rein, ne? Der hat hier, ist ja eine 100er, glaube ich, ne? Ist ja nichts Falsches, ja, eine 100er, alles gut, aber er sagt, da komme ich nicht mit aus. Er kriegt jetzt 600 Ampere, Patrick, ne? Ja, viermal muss, 450 Watt. 450, wir bauen mal den ganzen Schrank um, das zeigen wir sofort. Der Patrick ist hier oben schon an, der Kunde kriegt sehr, sehr viele Extrawünsche. Der braucht noch einen Stromanschluss für die Markise auf dem Dach, der braucht noch für irgendwelche Scheinwerfer Strom oben auf dem Dach, also der jetzt, ja, einige extra Wünsche, sagen wir es mal so, die wir ihm auch erfüllen. Hier kommt noch eine 12 Volt Dose Kompressor-Kühlbox hin. Hier im alten Gasfach, das hat er schon leer gemacht, hat schon quasi kein Gasfach mehr. Da muss eine, ich glaube auch eine 12 Volt und eine 230 hin. Ne? Dann bereiten wir alles vor. Bei dem Auto ist es sehr, sehr aufwendig bei dem MAN. Die Kabelzieherei, also wir haben jetzt schon anderthalb Tage rum. Mit Kabel ziehen. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr aufwendig. Stehen wir eben auf, Patrick, dann kann der Philipp mal filmen, weil da unten hat der Dirk schon, und Philipp, hier unten siehst du jetzt schon, hat der Dirk schon die erste Etage in Abgasung. Da sind dreimal 150 drunter. Hier ist noch einmal 150, kann man hier oben drüber noch sehen. Da unten rein, weil wir da einfach ja, noch Platz brauchen. Da kommt noch die Kombi rein, Lüftungsgitter rein. Das wäre hier wirklich. Ja, die Leistung in dem Kastenwagen unterbekommen. Ne? Ladebooster, klar, zwei Solare, da kriegt der Kunde drauf. Also hier ist schon, ja, ist halt ein bisschen beengt vom Platz her. Man kann hier halt nicht mit so vielen Leuten gleichzeitig arbeiten, wie man vielleicht wollte. Weil einfach dafür dann ein bisschen eng ist. Ne? Der Dirk baut hier gerade unsere LTE-Antenne ein. Da haben wir die Kabel schon für gezogen. Hier liegt so der Speedmax, ne? Mit passender Halterung natürlich. Aber bin ich so schlank? Naja, aber das ist nichts für uns, das Auto. Für uns beide ist das nichts. Nicht unsere Kategorie, eher für Dirk.
Nein, der baut der Dirk ein. Dann ist das nämlich auch schon wieder fertig. Jo, und da haben wir, wie gesagt, hier sind einige Sonderbaustellen, die wir hier machen. Aber auch das machen wir, ne? Den haben wir richtig, der Kunde hier haben wir es aufgeschrieben. Bei der Annahme habe ich gemacht, hier unten, da, 230 Volt für den Herd. Ich glaube, die ist auch schon fertig, die Steckdose, ne, Dirk? Aber so ein Kabel entziehen, da gehen dann schnell 4 Stunden bei weiter. Das ist dann auch, warum so eine Steckdose dann ja Geld kostet, ne? Weil es einfach Hölle ist, das Kabel zu ziehen dafür, ne? Das wollte ich euch gerne mal zeigen. Ja, das war's wieder hier. Und wenn wir enden, wie gesagt, Hümer ist fertig, läuft soweit. Haben wir leider nicht mehr geschafft, den am Freitag nochmal zu filmen. Bleibt gesund, Daumen hoch, Kanal abonnieren und weiter geht's.